Vor kurzem sind mir einige Worte zu Ohren gekommen, dass also behauptet wurde, dass man nicht erst anfangen soll zu fasten bei Tulu al-Fajr, das heißt, wenn die Zeit des Fajr-Gebetes gekommen ist, sondern dass man 10 Minuten vorher anfangen soll zu fasten. Und dann wurde versucht, das mit einem Hadith zu begründen, der unter anderem im Bukhari überliefert wird und in Muslim überliefert wird und in Tirmidhi überliefert wird. Und es ist manchmal so, dass die Argumentation, wie jemand argumentiert, schlimmer ist als das Ergebnis, wozu das führt. Erstmal, der Prophet, der wurde in wenigen Situationen, das heißt relativ zu seinem gesamten Leben gesehen, in relativ wenigen Situationen in seinem Leben wütend. Häufig, wenn er wütend wurde, war das, wenn Leute die Religion für jemanden kompliziert machen und erschweren. Ja, und es wurde dann behauptet, das wäre auch die Aussage der 4 Imame, wurde behauptet, dass die vier großen Rechtsschulen sagen würden, man sollte 10 Minuten vor dem Fajr-Gebet aufhören mit dem Essen und mit dem Trinken. Und ehrlich gesagt bin ich einigermaßen schockiert über diese Aussage. Und ich möchte darüber reden, damit ihr lernt, wie man gesund und vernünftig mit Beweisen von Koran und Sunna umgeht. Erstmal, wir haben im Koran einen Vers, der sehr klar und eindeutig ist. In Sure 2, Vers 187. Ja? Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar und deutlich, ja? So esst und trinkt, وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْدُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْدِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ. Das heißt, so. Und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Das ist die Zeit, und da gibt es einen Konsens drüber, wo die Zeit des Fajr-Gebetes eingetreten. Das heißt, bis diese Zeit eingetroffen ist. Das heißt, bis dahin kannst du essen und trinken. Und dann vervollständigt das Fasten bis zur Nacht. Das heißt, das ist ein klarer, deutlicher Beweis vom Koran, der sagt uns, bis wann wir essen und trinken können. Nämlich bis wann? Bis die Zeit des Fajr-Gebetes gekommen ist.